So, hallo, da sind wir wieder mit unserer dritten Folge, richtig? Wir haben einmal darüber gesprochen, welche Geräte man auf einem Schiff einstellen sollte, bevor man aufs Wasser geht. Dann haben wir noch zwei Geräte in einer anderen Folge vorgestellt, die man quasi dann auch beim Segeln braucht, sprich den Autopiloten, den Windmesser. Und heute sprechen wir über mein Lieblingstool, lieber Jan, über die Quatic 6 und über die Fähigkeit dieser Uhr, sich mit den Garmin-Instrumenten zu koppeln. Gibt es überhaupt eigentlich noch eine andere Uhr, die sowas kann? Also außer die Quatic 6 gibt es noch die Mark Captain, die ist dann für Juweliere oder im Juwelierhandel zu finden, aber sonst eigentlich nur die beiden Uhren. Also für uns Tafelsegler ist die Quatic 6, glaube ich, genau das Richtige. Und du zeigst uns jetzt, wie einfach es ist, diese Uhr mit den Instrumenten von Garmin zu koppeln. Genau. Ihr seht hier die Quatic 6 und einen Garmin-Plotter. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr ganz einfach eure Uhr auf jedem Boot, wo ein Garmin-Plotter entsprechend verbaut ist, koppeln könnt. Dazu geht ihr auf Einstellungen, Kommunikation, dann auf drahtlose Geräte und Connect IQ Apps. Dann hier auf Schiffsdaten. Ihr seht, Verbindung aktivieren und eine neue Verbindung. Er sagt mir dann genau, was ich tun soll. Ich soll die App öffnen und neues Koppeln gedrückt haben und die App heißt Schiffsdaten App. Dazu gehe ich ins Menü der Uhr, gehe runter auf Schiffsdaten und drücke dann hier den mittleren Knopf, neues Koppeln wählen und ihr seht entsprechend, wir sind verbunden und haben jetzt hier schon die Tiefe von 2,9 Metern. Hier unten können wir kontrollieren, das sind die Daten hier vom Boot, haben wir jetzt hier schon auf die Uhr bekommen. Also ganz einfach zu koppeln, entsprechend könnt ihr das auch mit dem Autopilot machen. Da geht er dann auf Autopilotsteuerung und wir haben hier dann anstatt Schiffsdaten gibt es dann Autopilot und ich kann das dann hier auch entsprechend koppeln. Und das war's. Und das Gute ist natürlich, wenn ihr jetzt auch Crewmitglieder habt und die haben auch eine Quatic 6, dann können die auch koppeln. Also der Ümit, mein Freund hier, der jetzt gerade vor der oder hinter der Kamera ist, der könnte natürlich jetzt auch seine Uhr entsprechend koppeln und wir können dann zusammen die Bootsdaten auf der Uhr haben. Wenn einer vorne ist und arbeitet zum Segelreffen oder Setzen, sieht er natürlich auch genau, was gerade an Windgeschwindigkeiten oder Tiefe zum Ankern vorhanden ist. Ja, sehr cool. Ich habe ja gesagt, es ist einfach. Es ist wirklich extrem einfach, diese Uhr mit den Bordinstrumenten zu koppeln. Jan, an dich erstmal recht herzlichen Dank. Zum einen, weil du dir die Zeit genommen hast, das alles hier, auch die anderen Folgen mit mir gemeinsam zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist wirklich ein großer Mehrwert für all diejenigen, die ja, mit Charterschiffen unterwegs sind und im besten Fall dann auch noch mit euren Instrumenten das Schiff ausgestattet ist, weil genau da waren ja schon so ein paar spezifische Infos, die in erster Linie Anwendung haben bei euren Geräten. Genau, was ich noch kurz einwerfen möchte, natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, wir haben einen Marine-Support, der hilft euch auch nicht rund um die Uhr, aber fast rund um die Uhr. Und wenn es da dann Fragen geht, die so ein bisschen tiefer gehen oder ihr habt nochmal spezielle Fragen, weil ihr einfach für euch ein Thema habt, das euch interessiert und ihr habt ein Gerät von uns, dann einfach kurz an unseren Marine-Support durchschreiben und dann helfen die Jungs euch weiter. Hatte ich auch schon mal und hat sehr gut funktioniert übrigens, jetzt mal so am Rande, ist jetzt schon ein Weilchen her, aber da ging es eben auch um ein paar Einstellungsgeschichten und da wurde mir recht flott geholfen, das ist eigentlich wirklich klasse. Ja, Jan, was macht man heute noch? Ich würde sagen, wir sind jetzt langsam bereit zum Ablegen, oder? Ja. Es soll noch ein bisschen Wind kommen, insofern, ich freue mich total drauf. Wir werden draußen natürlich auch noch mal ein paar Manöverchen fahren und ja. Wer weiß, vielleicht gibt es da auch das ein oder andere Video, was wir dann drehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Danke dir nochmal, Jan. Sehr gerne.